Servus Leute, willkommen zu einem Video, was quasi unter jedem unserer anderen YouTube-Videos gewünscht wurde. Wir zeigen euch, beziehungsweise wir zeigen dir heute, welche Hosen man sehr gut auf die 1er Jordans, beziehungsweise generell auf Jordans rocken kann. Ist auch wirklich eine berechtigte Frage, klar, Jordans, bei den High-Sneakern muss man immer schauen, dass es nicht mit einer Hose komisch aussieht. Hat man ja bei Low-Sneakern eine bisschen breitere Auswahl, sage ich mal. Wir haben jetzt hier 6-7 Hosen rausgesucht, ist keine Reihenfolge. Wir haben fast alle der Hosen auch, beziehungsweise eine ist noch auf dem Weg zu uns und ja, starten wir direkt rein. Wir fangen an mit einer Basic Cargo von Pegador, vielleicht schon in unserer Instagram-Story gesehen, haben wir selber in beiden Farben. Wir fangen jetzt hier mit der schwarzen an. Was halt bei Cargo immer cool ist, dieser Military-Look mit den Taschen, sieht unserer Meinung nach sehr, sehr cool auch auf die Jordans aus. Speziell an der Cargo ist halt das Geile mit den Front Pockets. Die hat seitlich, aber auch vorne Taschen. Wie man jetzt hier auf dem Produktbild auch schon sieht, das Model hat jetzt hier schon Jordans an. Passt unserer Meinung nach sehr, sehr gut dazu. Die gleiche Hose gibt es auch noch dann in grün, beziehungsweise es ist so ein Olive-Khaki-Ton. Da muss man hier jetzt in dem Beispiel hat das Model die Yeezys an. Kann man auch Jordans dazu rocken, man muss halt immer schauen mit der Farbe. Das beißt sich immer sehr schnell bei Hosen, deswegen haben wir zu Jordans fast auch nur schwarze Hosen oder halt Jeans an. Die Jeans kommt dann jetzt gleich noch. Wenn man aber beispielsweise sowas hat wie den Triple White Jordan zum Beispiel, den Mid, den wir jetzt nicht allzu oft rocken, aber auch haben, kann man dazu, macht man da eigentlich nichts falsch mit. Was komplett anderes ist dann so die Dad Jeans, sage ich mal, die wir jetzt hier von Urban Outfitters rausgesucht haben. Ganz kleiner Disclaimer noch, wir kriegen hier von keiner Seite oder so irgendwie Cash. Ist einfach nur eine kleine Vorstellungsrunde, so inspirationsmäßig. Was wir an so Hosen oder generell an etwas weiteren Hosen in letzter Zeit feiern, dass man so entweder diesen einen Style fahren kann, ich krempel sie hoch, man sieht den kompletten Schuh, eventuell noch die Socken, wenn man sitzt, rutscht die ja noch etwas hoch. Oder man lässt die Hose einfach drauf fallen, sodass es quasi den oberen Teil des Jordans verdeckt. Bei den Jeans ist es halt so, da beißt sich eigentlich fast nichts, außer du hast jetzt natürlich einen knallroten Jordan an, ein grünes T-Shirt und eine Jeans. Aber wir haben immer so weiße oder schwarze T-Shirts an, dann eine Jeans und dann passt eigentlich jeder Jordan da drauf. Sieht auch eigentlich immer ganz cool aus, noch mit weißen Socken dazu. Das gleiche gilt auch hier für die Korthose, die wir rausgesucht haben. Korthose, da hatten wir mal ein Bild gepostet mit unserer braunen Korthose, ich blende das mal ein. Und im Yeezy 500, das kam eher so gemischt an, gab es viel bisschen Kritik, aber auch viel Props dafür. Wir sind Fans von Korthosen, die sitzen halt alle, also wir sind sowieso von dem Dad-Fit aktuell überzeugt, sitzen halt alle, ist so ein Loose-Fit, sage ich mal. Aber auch hier, jetzt das Model hat gerade Air Force an, wenn man die Hose ein bisschen umschlägt, da Jordans drauf, sehr, sehr cool. Mal ein bisschen was Ausgefalleneres, wer das vielleicht schon im Calor-Teaser von Istanbul gesehen hat, war die ACG-Pant, die habe ich da auch angehabt, beziehungsweise ACG-Trail-Pants nennt sich das Ganze, ist von Nike Lab und hat einen, wie soll man das am besten beschreiben, ein Wanderhosenfit, sage ich mal. Ist wirklich wie so eine Wanderhose, übelst breit, also übelst baggy geschnitten. Aber der Fit, also kann ich wirklich nur empfehlen. Ich bin gerade hier auf Beasten, die ist leider sold out, gibt es nur noch in L und XL aktuell. Musste mal schauen, ob sie noch da ist in der Videobeschreibung. Können wir nur empfehlen, auch hier mit den Jordans. Zum Umkrempeln ist sie eher schlecht, also wenn du diesen Loose Fit, dass die Hose auf den Schuh drauf fällt, nicht feierst. Dann eher nicht, aber ansonsten ist die wirklich super. Wenn man natürlich, sage ich mal, ein bisschen gechillteren Fit haben will oder muss es natürlich nicht immer eine Jeans, Korthose oder Cargo sein, sondern es gibt auch natürlich coole Jogger, die drauf passen. Wir haben jetzt einfach die von LFDY genommen, weil erstens, weil wir die Hose selber haben und zweitens, weil das Model hier auch schon sehr cool ein paar Jordans anhat. In dem Fall unseren Grail, den Black Tour Union, wer das Top 10 Jordan Video gesehen hat. Was bei der Hose cool ist, die ist nicht so lang unten. Also hier hat man nicht diesen Style, dass die Hose auf den Schuh drauf fällt, sondern man sieht den Jordan eigentlich immer. Was uns jetzt hier nicht so ganz gut gefällt, das sind die roten Socken, aber das kann ja jeder selber machen, wie er möchte. Da ein paar weiße Socken drauf, optimal. Die Hose ist nicht zu eng geschnitten. Da muss man auch immer aufpassen bei Jordans, dass die Hose nicht zu eng wird, sonst sieht es schnell mal komisch aus, vor allem im Wadenbereich. Wenn ich an der Stelle mal den Tipp geben kann, wenn die Hose so eng an den Waden ist und dann die Jordans, sieht es manchmal komisch aus. Und zu guter Letzt haben wir noch eine Cargo mit ein bisschen anderen Taschensystem, sage ich mal, wieder von LFDY. Es ist so eine ganz klassische Military Cargo mit Seittaschen. Ganz guter Fit, es ist nicht so ein loose, straight Fit wie die von Pegador, würde ich mal behaupten. Also wir haben beide im Vergleich. Die ist etwas enger, vor allem auch unten an den Waden, aber nicht zu eng, um da die Jordans drauf zu rocken. Können wir auch nur empfehlen.
gleiche wie bei der ACG Trail Pant, nur noch aktuell in L und XL da. Einfach mal reinschauen. Gibt es auch noch in der Farbe Khaki, glaube ich, Oliv. Ansonsten natürlich, wenn es das Wetter mitmacht, kurze Hosen gehen immer. Kurze Hosen mit ein paar Tennissocken, Jordans geht auch immer. Haben wir jetzt extra rausgelassen, weil aktuell ist es ja schon ein bisschen kalt dafür. Ich hoffe, wir konnten dich bzw. euch inspirieren, die Jordans verschieden zu stylen, sage ich mal. Da ist ja wirklich einiges möglich. Aktuell, und um es mal so ein Fazit zu ziehen, sind die Cargos unser Favorit. Wir rennen eigentlich nur noch mit Cargos und oder so einer Dad Jeans rum, aber bei Jordans eigentlich immer auf Cargo. Gib uns super gerne noch ein Like auf das Video, abonnier uns, gib uns Feedback. Ansonsten sehen, hören wir uns im nächsten Video. Peace. Ja, gib uns super gerne noch ein Video. Gib uns ein Video auf das Like, oder?